große Familie, die große Familie der Wiener Staatsoper. Liebe Künstler, Sie sind da, Sie haben eine wunderschöne Vorstellung gespielt. Der Chor ist da, die Solisten sind da, das Orchester ist auch aufgetreten. Und natürlich Sie, meine liebe Gäste, liebe Damen und Herren, Sie gehören natürlich auch zu der Familie. Und es ist heute ein spezieller Tag, es ist kein Geburtstag, es ist keine runde Anzahl von Vorstellungen oder von Jahren an der Staatsoper, aber Placido Domingo ist hier. Er ist hier. Vielleicht die wichtigste Künstlerpersönlichkeit, die wir empfangen dürfen. Wir empfangen viele Künstler hier, jeden Tag wichtige Künstler, aber vielleicht ist der Placido der allerwichtigste und wir lieben ihn einfach. Bravo! Jetzt nicht eine Stunde verbringen, seine lange Karriere zu erzählen, die kennen Sie so gut wie ich, vielleicht noch besser. Er hat hier am 19. Mai 1967 zum ersten Mal gesungen, das war Don Carlo. Seit dem Tag hat er 224 Vorstellungen gesungen und auch dirigiert. 29 verschiedene Rollen, 9 Werke dirigiert. Fantastische Karriere, lange Karriere. Wenn man die Liste von den Rollen, die er gesungen hat, hat 100 Rollen insgesamt gesungen, vielleicht noch mehr. Ist er nicht immer auf der normalen Schiene geblieben, hat viele Rollen gesungen, viele Opern studiert, um sie nur einmal oder in einer Reihe zu singen. Das ist wunderbar. Natürlich ist er großzügig, das sieht man, das hat man heute noch gesehen. Diese Kraft, die er wirft, das ist einfach wunderbar. Und oh, was immer sehr berührend ist, ist die Klangfarbe. Das, wenn man ihn einmal gehört hat, braucht man nur eine Sekunde die Stimme hören, man weiß, wer das ist. Das ist Placido Domingo, das ist nur er. Und ich habe ihn seit langem gehört, zum ersten Mal in 1976 in Paris. Und dann haben wir zum ersten Mal, erlauben Sie mir diese Erinnerung, zusammengearbeitet an einem wichtigen Tag. Ich war 33 Jahre alt, ich war Direktor der Paris Oper. Man hat an dem Tag, am 13. Juli 1989, die Bastille Oper eröffnet. Und er war da. Und ein paar Jahre später war ich hier in Wien und ich hatte einen wichtigen Termin mit einer Dame, die hier auf der Bühne steht. Und an dem Tag, bevor ich dieses Termin gemacht habe mit Frau Schmidt, habe ich den Placido in der Straße, an der Gasse, wichtige Gasse, getroffen. Ich habe gedacht, das ist vielleicht ein Zeichen. Es war vielleicht ein Zeichen. Ja, wissen wir jetzt. Placido, Sie sind geliebt, Sie sind Kammersänger, Sie sind Ehrenmitglied. Georg Springer, der liebe Georg, der wollte noch etwas machen. Was könnte man noch machen? Wir haben uns den Kopf gekratzt beide, aber auf einmal ist es uns eingefallen, ist dem Georg Springer eingefallen. Placido Domingo hat noch nicht den Ehrenring von der Staatsoper. Und das werden Sie heute von uns bekommen. Nicht von mir, nicht von Georg Springer, vom ganzen Haus, von Wien. Bravo! Bravo!
ja, sehr verehrter, lieber Herr Kammersänger, verehrter Placido Domingo, ich freue mich so, dass Sie den Ehrenring bekommen. Aber was mich auch ganz besonders freut, lieber Dominik, lieber Georg Springer, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Künstlerinnen und Künstler, dass es uns, obwohl schon einige eingeweiht waren, dass es uns gelungen ist, Placido Domingo heute überraschen zu dürfen. Das freut mich auch sehr. Seien Sie umarmt und wir dürfen Ihnen den Ehrenring überreichen. Bitte nehmen Sie ihn als ein Symbol. Als ein Symbol der Verbundenheit der Wiener Staatsoper mit Ihnen. Wir schätzen Ihre Kunst. Wir lieben Ihre Treue und wir sind Ihnen dankbar dafür, dass Sie sich so für junge Künstlerinnen und Künstler einsetzen. Sie sind ein Vorbild für so viele. Placido Domingo ist einfach eine ganz große Persönlichkeit. Alles, alles Gute. Große, fantastische Überraschung für mich. Ich kenne dann, ich bin hier 45 Jahre und halb. Aber ich habe keine Ahnung, diese Momente. Und, danke für das Publikum. Ohne Publikum ist keine Intendant. Keine Wien-Philharmonik, kein Chorus, kein Solistenkollegen, keine uns. So das Publikum, so lange Zeit. Ich liebe Wien, ist in Wien nur du allein dazwischen. Das ist wichtig und Schulter gehen danach. So viele Jahre an mein Deutsch ist nicht gut, aber ich bin so träumend, so traurig, dass diese fantastische Kompanie hier. Und die erste Mal, wenn ich sang Don Carlo in 67, es war seine Klasse, keine Cast, es war Hans Götter, es war Jaurov, it was CB in one Vorstellung und die andere, it was Minette Jones, it was Christa Ludwig. It was Kostas Miskalis, it was a phenomenal cast, so I feel very lucky. And after so many years I sang with so extraordinary colleagues, and I want to thank everyone that is here tonight with me, the conductor, the minister, everybody here, and of course to the chorus and fantastic chorus, colleague, and to the Wien Philharmonic, I think they should come also a little forward, please, bitte. I wanted to see them. Und ich hoffe, vielleicht noch 5 Jahre dazu zu kommen. Ich habe
schon gesagt, es ist keine gewisse Anzahl mit einer Zero am Ende von Vorstellungen, keine gewisse Anzahl, keine runde Nummer von Jahren. Es ist nur heute. Jetzt haben wir schon Vorstellungen im Februar, wir haben Vorstellungen der nächsten Spielzeit, wir haben Pläne der übernächsten Spielzeit, wir haben Pläne in der Spielzeit 15, 16, weiterhin haben wir noch nicht geplant.